So, Freunde, und moin zusammen. Jo, willkommen zum neuen Q&A. Wir sind jetzt heute schon in der Numero Folge 6 und ich begrüße euch recht herzlich dazu. Ich bin tierisch begeistert, wie geil dieses Format hier neuerdings im Kanal aufgenommen wird. Ich hatte das versucht ja auch schon mal vor ein paar Jahren zu etablieren, da war das noch nicht so krass. Mittlerweile funktioniert das sehr gut. Ihr agiert sehr gut auf die Kommentare, auf die Fragen und nehmt die Videos gut an. Dementsprechend habe ich jetzt in diesem Q&A wirklich die Fragen rausgepickt, die die meisten Likes haben. Also dementsprechend neue Fragen wieder unter das Video posten, wie auch beim letzten Mal, und unbedingt ein Däumchen nach oben geben, damit ich weiß, welche Fragen wieder beantwortet werden sollen. Dementsprechend legen wir los. So, und da legen wir direkt los mit der ersten Frage. Die ist vom Doni Bump S. Wie pflegt und schützt man seine Scheinwerfer richtig? Einen Daumen hoch für deine Videos. Dementsprechend erstmal vielen Dank für das Feedback. Sehr, sehr geil zu sehen. Dieser Kommentar hat 51 Likes bekommen. Genauso muss das funktionieren, damit ich weiß, diese Frage ist wirklich super relevant für euch. Die muss beantwortet werden. Jo, dementsprechend die Antwort ist, ja, gehen wir mal drauf ein. Also pflegen ist natürlich die Frage, gehe ich eigentlich hin, mache ich jetzt keine besondere Pflege. Das heißt, ich reinige meine Scheinwerfer bei der Handwäsche, ganz klar. Und wenn du jetzt sagst, ob man die auch noch irgendwie schützen kann oder ähnliches, da muss man erstmal überlegen, hast du Kunststoffscheinwerfer oder sind die wirklich aus Glas? Die gibt es ja auch noch bei älteren Fahrzeugen häufig. Mittlerweile sind die auch so ein Polycarbonat aus Kunststoff. Wenn sie aus Glas sein sollten, auf jeden Fall so ein Glaco ist da natürlich verwendbar. Nicht wundern, ich habe ein bisschen die Regale wieder umgeräumt, ich habe komplett alles mal rausgeholt, aufgeräumt und so weiter, ein bisschen ausgemistet. Ist auf jeden Fall deutlich weniger drin. Nicht mehr ganz so voll, die Dinger. Dementsprechend muss ich aber jetzt selber ein bisschen suchen. Ich habe es eingeräumt, aber nicht ganz auswendig alles drauf. Also, wenn du hingehen möchtest und benutzt eine Keramikversiegelung, kannst du damit auch zum Beispiel mit Liquid Elements Eco Shield auch problemlos die Scheinwerfer natürlich behandeln. Du kannst aber ebenso auch hingehen und nimmst zum Beispiel ein Fuso Coat 12M, das kannst du zum Beispiel auch für die Scheinwerferversiegelung benutzen. Das geht auch. Ansonsten gehe ich jetzt persönlich nicht hin und mache da sonst noch irgendwie eine große Art der Pflege oder ähnliches. Wenn du aber auch noch Kratzer hast, die sind so milchig, sind verkratzt oder ähnliches, dann kannst du die natürlich auch noch ein bisschen aufpolieren. Da gibt es ja hier diese kleinen fertigen Sets, zum Beispiel von Presto. Da habe ich auch ein Video im Kanal, verlinke ich auch an dieser Stelle, so zum kompletten Aufbereiten, weil oftmals ist das ja so, dass die über die Jahre einfach zu schlecht werden. Ansonsten, wenn du so ein paar kleine Kratzer oder ähnliches drin hast, dann kannst du eine 3500er von Mercerna-Politur nehmen und die damit aufbereiten. Ich beantworte das nämlich jetzt schon mal im Voraus, weil da kommt nämlich gleich eine Frage. Das ist nämlich direkt die nächste Frage vom Franzl1987. Kann ich mit derselben Politur über die Scheinwerfer und Rückleuchten, mit denen ich auch das Auto mache, zum Beispiel mit Cerner 3500? Und genau das ist das, was ich meinte. 3500 ist wirklich eine ganz feine Finish-Politur. Und mit der kannst du wirklich hingehen und kleinere, feinere Kratzer aus den Scheinwerfern rauspolieren, genauso wie auch aus den Rückleuchten. Dementsprechend direkt mal spontan zwei Fragen beantwortet. So, und die nächste Frage ist von Manuel Stocker. Hi, wie würdest du die Seitenscheiben und Heckscheibe versiegeln? Danke und liebe Grüße. Ja, also bei Seitenscheiben und Heckscheiben sind ja in der Regel alle aus Glas, außer du hast jetzt ein Cabriolet und die Heckscheibe ist zum Beispiel aus Kunststoff. Da müssen wir noch mal ein bisschen anders drüber nachdenken. Aber bei Glasscheiben, ganz klar, würde ich beispielsweise, was man am Anfang noch gesehen hat, ein Glaco nehmen. Du kannst natürlich auch ein Giant View zum Beispiel auftragen. Schau dir dazu auch gerne nochmal meinen Vergleich an von dem Video, wo ich die beiden miteinander vergleicht habe. Die sind wirklich sehr ähnlich, wie ich finde. Und ja, also Seitenscheiben genauso wie auch eine Windschutzscheibe, Frontscheibe. Das Schöne dabei ist bei einer Scheibenversiegelung an den Seiten und an der Heckscheibe, wie ich finde, dass die Versiegelung deutlich länger hält auf der Windschutzscheibe, weil du halt wenig bis gar keine maschinelle Einwirkung hast. Das heißt, du hast ja keine Scheibenwischer an den Seitenscheiben, vielleicht an der Heckscheibe je nach Fahrzeug, okay. Aber auf den Seitenscheiben ist auf jeden Fall ganz wenig Einfluss und das hält dann wirklich dementsprechend sehr lange. So, und die nächste Frage ist vom Acker dies das. Warum benutzt du nicht mehr deinen Akkukompressor für den Schaumsprüher? 16 Likes, das ist eine ganz interessante Frage, die ich mir eigentlich manchmal auch selber stelle. Also ich pumpe wirklich sehr gerne mit der Gloria, wie ihr wisst. Das sage ich ja auch immer wieder. Ich finde das auch nicht problematisch, schwer oder ähnliches. Ich gehe nämlich hin
und benutze halt wirklich wenig. Hier oben liegt sie, die Pumpe, da habt ihr schon recht. Sieht man in Videos relativ selten, hat aber eigentlich nicht den Grund, dass ich es nicht gerne mache mit der elektrischen Pumpe, weil es gibt meiner Meinung nach wirklich ein permanent sehr gutes Schaumbild, deutlich besser als wenn man von Hand pumpt. So viel kann man nicht permanent per Hand pumpen, wie ich finde auch. Also es erleichtert die Arbeit auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, der Grund ist eigentlich ein ganz simpler. Das Filmen ist deutlich schwerer, wie ich finde. Das heißt, manchmal nehme ich ja auch die Kamera in die Hand, in die rechte Hand und dann sprühe ich mit der linken oder umgekehrt beim Videodreh halt direkt. Und dann ist es unvorteilhaft, wenn ich die Pumpe in einer Hand halten muss und habe jetzt hier die Gloria dran. Und das funktioniert halt leider nicht ganz so gut. Und das ist eigentlich viel mehr der Grund. Ansonsten kann ich die euch auf jeden Fall empfehlen. Die ist richtig gut. Ihr geht halt hin, erstmal einschalten. Hier mit der kleinen blauen Anzeige. Gebt die gewünschte Barzahl an. Sekunde warten, bis das nicht mehr blinkt. Drücken und dann legt die los. Und dann pumpt die halt konstant. Wenn ihr den Druck, also die Gloria arbeitet ja mit einem 3 Bar Druck. Und wenn ihr hingeht und stellt die Pumpe hier einfach auf 5, 6, 7 Bar, versucht die ganze Zeit natürlich diese hohe Druckzahl zu erreichen. Und wenn ihr parallel sprüht, geht sie natürlich richtig schön schnell vom Druck runter und wird durch diese Möchtegern 6, 7 Bar die ganze Zeit auf mindestens 2, 3 Bar gehalten. Also das funktioniert auf jeden Fall gut. Ich kann natürlich, schreibt das gerne in die Kommentare, die elektrische Pumpe versuchen wieder ein bisschen mehr in die Videos mit einzubauen. Ja, das kann ich natürlich machen. So, die nächste Frage ist vom Aiden M. Kann man Scheinwerfer und Chromteile mit dem Fuso versiegeln? Die erste Frage oder den ersten Teil der Frage, ob man die Scheinwerfer mit dem Fuso versiegeln kann, habe ich ja am Anfang schon beantwortet. Ja, das geht auf jeden Fall, das kannst du machen. Chrom und überhaupt Metallteile und ähnliches, nein, das geht nicht mit dem Fuso. Da musst du auf jeden Fall aufpassen. Im schlimmsten Fall kann das beschädigt werden. So, und die nächste Frage ist von einem Abonnenten, der zahlreiche Fragen immer wieder stellt. J.99 Leerzeichen C. Die Standzeit von Kochchemie Plaster Silikonöl frei ist ja leider nicht so toll. Aber kann man denn zum Beispiel alle 4 Wochen regelmäßig auftragen, ohne dass die Plastikteile, jetzt muss ich scrollen, auf Dauer Schaden nehmen? Oder ist es für eine regelmäßige Anwendung nicht geeignet und deshalb lieber auf die Giant Q2 Trim zurückgreifen, um die Standzeit zu erhöhen? Ganz interessante Frage. Danke auf jeden Fall dafür. Ich weiß deinen Namen nicht genau, also nenne ich dich jetzt einfach mal Jay. Ja, das Kochchemie, boah, irgendwo hier in meinem Regal, genau. Plaster Silikonöl frei gibt es ja jetzt auch nicht mehr für die Privatanwender. Man muss dazu sagen, jegliches Gewerbe, soweit ich weiß, kann solche Produkte kaufen. Das heißt, du brauchst keine Autopflege, du brauchst keinen Aufbereiter, du musst kein Autohändler oder ähnliches sein. Hast du eine Dönerbude laufen, quasi kannst du das kaufen. Na, also, okay. Das nur als kleinen Insider-Tipp dazu, falls ihr irgendwie einen Gewerbeschein oder Onkel oder sonst wer, die Mama, die Tante, die Geliebte oder sonst wer hat sowas, können das darüber irgendwie auch besorgen bei den verschiedenen Shops, bei den Waschhelden auch zum Beispiel. Und ja, Plaster-Silikonöl-frei kannst du auf jeden Fall permanent verwenden, wie ich finde. Weil das ist halt ein Produkt, das wird von dem Kunststoff sehr gut aufgenommen, wird aber auch teilweise wieder schnell wieder runtergehen, wie wir es auch beim Punto gesehen haben. Da ist so eine Versiegelung, die liegt irgendwo ganz da unten, deswegen kram ich sie jetzt nicht raus, sorry dafür. Wie das Giant Trim natürlich deutlich besser, da hast du auf jeden Fall recht. Man muss es sich einfach überlegen, will ich hingehen und möchte jetzt regelmäßig immer wieder mit dem Plaster arbeiten oder aber finde ich die Trim-Variante einfach besser, weil ich die einmal auftrage und die hat eine längere Standzeit. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde tendenziell eher dazu hingehen und so einen Trim auftragen, damit ich einfach Ruhe habe. Ganz einfach. Gerade jetzt besonders, wo ich das gerade noch merke, wo ich gerade so rausschiele, das Wetter nämlich wieder besser wird, haben wir natürlich auch eine permanente Einwirkung auf die Kunststoffteile und das UV schädigt dem natürlich. Also es bleicht das ja wieder aus und da ist so eine Versiegelung natürlich nochmal stärker als nur ein Produkt, was wirklich auffrischt. So, und dann haben wir die nächste Frage hier vom Lampi 17F9. Das ist eine Frage, die geht nicht wirklich um Autopflege, sondern um Benzin. Die Frage ist, ich nehme die Frage vom letzten Q&A nochmal auf. Ja, die hat nämlich jetzt auf jeden Fall ja, 2 Likes bekommen. Dementsprechend immer viel liken, damit ich weiß, welche Fragen beantwortet werden müssen.
gibt es einen Mehrwert von Super Plus im Vergleich zu Super? Und das ist wirklich so eine Glaubensfrage, habe ich mittlerweile das Gefühl. Also viele von euch kennen ja auch meinen Aral Ultimate Test und da wird natürlich auch immer wieder behauptet und gesagt, ja, das Aral Ultimate mit 102 Oktan kann ein normales Fahrzeug in Anführungsstrichen gar nicht verwenden. Und das ist natürlich richtig. Die Steuergeräte sollten natürlich darauf irgendwo auch optimiert sein. Und wenn jetzt ein älteres, kleineres Fahrzeug fährt, ohne Turbo womöglich auch, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass so ein Ultimate wirklich viel bringt. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, dass Aral Ultimate jetzt im Speziellen auch diese reinigende Funktion hat nochmal. Das wird zwar mittlerweile von Aral kommuniziert, dass das in allen Spritsorten bei denen wohl drin sein soll. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Wenn sie es sagen, kann ich es mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Um auf deine Frage zurückzukommen, ob jetzt Super Plus wirklich einen Vorteil im Verhältnis zum normalen Super hat. Ich habe das damals einen Test gemacht, da bin ich wirklich eine ganze Zeit lang immer nur mit meinem Z4 E85, also mein vorletzter Z4, nur mit normalem Super gefahren und dann habe ich auf Super Plus gewechselt. Was ich da gemerkt habe, erstens, ich hatte einen höheren Spritverbrauch. Ja, kommt natürlich wieder die Meinung von vielen auch raus, ja, da bist du bestimmt hingegangen und hast mehr PIN gegeben, weiß ich nicht. Aber ich habe auch ein bisschen mehr Leistung gehabt. Das kann natürlich einfach daran liegen, dass der Z4-Motor damals natürlich auch schon für 98 Oktan ausgelegt war und nicht für die 95 wie beim Super. Da muss man sich halt wirklich ein bisschen auch mit dem Auto auseinandersetzen, überlegen, ist das ein Fahrzeug, was diese höhere Oktanzahl auch überhaupt verarbeiten kann. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit so ein bisschen weiter aufklären. Es kommt aber auf jeden Fall demnächst auch natürlich noch mein Langzeittest. Muss ich aber erst noch weiter ein paar tausend Kilometer fahren mit meinem AMG C63S und dem Shell V-Power. So, und wie ihr wisst, fahre ich ja auch sehr gerne Motorrad, fahre nur relativ wenig. Ja, heute könnte es vielleicht mal klappen bei dem schönen Wetter. Der Alessio Quadiandaran, irgendwie so, sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, der fragt, hey, eine kurze Frage, muss man beim Motorrad, um es richtig sauber zu bekommen, den S100-Reiniger benutzen und danach noch zusätzlich mit Shampoo waschen? Oder genügt es nur mit dem S100-Reiniger? Und da war auch noch ein Kommentar von jemand anderem drunter, ich glaube vom Lord Helmchen oder irgendwie so, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, wer es war. Und er meinte halt, das, was ich auch in manchen Kommentaren schon gelesen habe, dass der S100, der ist von Dr. Wack, der spezielle Reiniger, ja, der kann wohl Kunststoffteile und Ähnliches angreifen und so weiter. Und ich kann das nicht bestätigen. Ich habe, ihr seht ja, das ist jetzt hier zum Beispiel der Spezialreiniger für Motorradteile. Das hier ist der Totalreiniger. Die haben da so ein paar verschiedene davon. Also das war der Totalreiniger Plus und das ist der Totalreiniger. Die haben nämlich in ihren Formulierungen ein bisschen was geändert in der letzten Zeit, in den letzten Jahren und so. Und deswegen ein paar verschiedene neue Produkte rausgebracht. Und ich habe alle eigentlich schon getestet und konnte bei keinem eigentlich feststellen, dass Probleme mit irgendwelchen Teilen sind. Und für Dr. Wack, ich war da im Januar auch bei denen in Ingolstadt zu Besuch und hab da auch die Labore gesehen und gezeigt bekommen. Wir haben ein paar Tests gemacht und alles Mögliche. Und was ich besonders interessant fand, war über Dr. Wack, guckt euch das bei Amazon nochmal an, da haben die ein paar Bilder davon gepostet, bei den Produkten. Die haben dann kleine Bechergläser und haben verschiedene Kunststoffteile, Metallteile, Alu, Chrom und was weiß ich, was es alles gibt. Und machen wirkliche dauerhafte Belastungstests mit den Reinigern im Vergleich zu anderen Herstellern. Und das war wirklich interessant zu sehen. Die hatten dann über einen gewissen Zeitraum verschiedene Metallteile zum Beispiel in diesen Bechergläsern drin. Und da gab es bei manchen Herstellern auch schon wirklich eine Korrosion oder Ähnliches, die es beim S100 nicht gab. Also deswegen finde ich das krass, das kann ich echt nicht nachvollziehen, dass man mit dem wirklich Probleme hat. Also da gibt es deutlich aggressivere Reiniger. Ja, dementsprechend, also um die Frage jetzt wirklich zu beantworten, es ist halt die Frage, wie sieht die Verschmutzung bei dir am Moped aus? Wenn du jetzt nur kleinere, einfache Verschmutzungen hast, kannst du natürlich einfach direkt mit der Handwäsche beginnen. Ja klar, du nimmst dir eine Gloria, machst ein schönes Snowfoam rein und schäumst den Wagen, sage ich schon, aus Gewohnheit, das Motorrad ein. Genauso wie beim Auto halt. Gar kein Problem. Du kannst auch genauso natürlich einen Insektenentferner benutzen. Ist jetzt egal, ob das ein Dr. Wack ist oder ein anderer. Auf jeden Fall, das funktioniert auch. Obwohl, ganz so egal ist es nicht, weil viele Insektenentferner sind natürlich stark alkalisch und stark alkalisch kann, muss nicht, aber die Teile natürlich irgendwo ein bisschen angreifen. Da muss man schon ein bisschen gucken. Aber Dr. Wack benutze ich selbst jetzt auch am Motorrad zum Insektenentfernen. Ja, der Vorteil einfach durch so einen, habe ich gerade schon wieder weggeräumt,
Totalreiniger ist einfach die hohe Viskosität. Die seht ihr jetzt hier auch, wenn ich schüttel, das ist ein richtig dickes Gemisch, was hier drin ist. Und das bleibt natürlich schön lange auf den ganzen Teilen, auf dem Fahrzeug, auf dem Motorrad drauf und hat dadurch natürlich eine sehr hohe Einwirkzeit und kann die Insekten, Öl, vielleicht auch Teer von der Straße und ähnliche Verschmutzung wirklich einwirken und entfernen. Die eigentliche Frage war aber, ob du beide Schritte machen sollst. Wie gesagt, das würde ich davon abhängig machen, ob und wie stark die Maschine verschmutzt ist. Generell reicht meiner Meinung nach aber schon so eine ordentliche Vorreinigung aus. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich auch die Handwäsche danach natürlich noch machen. Genau. Und ich, wie gesagt, nochmal um das abzuschließen, für meinen Teil benutze definitiv den S100 weiterhin, auch in dieser Saison natürlich, weil ich noch keine Probleme oder einfach gar keine Probleme hatte bei der Motorradreinigung mit ausgeblichenen Teilen oder Beschädigungen oder ähnlichem davon. Einfach so in der Richtung würde ich das machen. Jo, die nächste Frage vom TZ Tsunami wird das heißen. Herr Olli, scrollen. So, ich habe letztes Jahr das Fusicode aufgetragen und leider kam es auch zu einer Wolkenbildung. Kennen wir das Problem? Dieses Jahr möchte ich das Auto polieren und das Fuso erneut auftragen. In einem Video bei YouTube habe ich, hier Kingsize Autopflege, habe ich mal gehört, dass man das Wachs, die Versiegelung, sehr lange, circa eine Stunde in Klammern, ablüften lassen soll, damit sich die Versiegelung mit dem Lack verbinden kann und man sie nicht verwischt. Das soll nämlich der Grund der Wolkenbildung sein. Leider finde ich das Video nicht mehr. Wie siehst du das? Oder hast du schon neue Erkenntnisse zu Fusicode? Ja, das ist wirklich so ein ganz kritisches Thema. Fuso ist jetzt echt ein Thema hier in dem Q&A heute. Ja, also ich hatte auch schon häufiger Wolkenbildung damit. Kennt ihr meine Videos zu? Das ist auch wirklich ein Kritikpunkt, den ich habe beim Fuso. Ansonsten ist das natürlich von der Standzeit und vom Preis her wirklich super. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Die Dose hier irgendwie so circa 23, 27 Euro, um die 25 Euro also plus minus. Und hat wirklich eine super Standzeit. Beading, Sheeting wirklich vom Allerfeinsten, richtig geil. Das grundlegende Problem ist wirklich die Wolkenbildung, genau wie du richtig sagst. Und ich habe da noch nicht so die Lösung oder die Antwort gefunden, wann das passiert und wann nicht. Das ist mein Problem, was ich damit habe. Ich habe eine Testmotorhaube auch wieder im Garten liegen und da ist Schwarz Unilack und die hat auch wieder eine Wolkenbildung gehabt, nachdem ich das Fuso aufgetragen habe. Dann bin ich hingegangen, habe das Ganze wieder runterpoliert, neu gemacht und habe irgendwo da ganz unten steht sie. Ich kann sie auch gerne rauskramen. Das ist Kiwami. Dann haben wir hier Kiwami Hell, da kommen wir der Sache nämlich schon näher. Und dann bin ich hingegangen und habe auf einem wirklich pechschwarzen Lack Fuso für helle Lacke aufgetragen. Und es gibt einen Unterschied bei den beiden. Viele von euch sagen und behaupten, dass bei den beiden einfach nur ein Marketing-Gag wäre, Fuso hell und dunkel, aber das ist nicht so. Wenn man sich die Datenblätter auch genauer anschaut, ist im Schwarzen noch ein anderer Füllstoff mit drin als im Weißen. Weiß und Schwarz nenne ich jetzt einfach mal. Und dementsprechend irgendwas ist hier drin, was mehr Probleme macht als hier. Bei dem Hellen hatte ich nämlich dann auf schwarzem Lack keine Probleme. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die Lösung ist, dass man einfach hingeht, benutzt das Helle auch für die dunkle Lacke und das funktioniert auch bei allen, das weiß ich nicht. Das Problem, ich stehe da einfach ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich habe nicht die Antwort gefunden, die ich euch jetzt geben können würde und sage, lasst es 30 Sekunden einwirken und ihr habt keine Wolken, lasst es eine Stunde einwirken, ihr habt keine Wolken. Ich kenne diese Theorien, ich habe die auch nachgeprüft und selber ausprobiert. Also ich bin wirklich hingegangen, habe es mal abgetragen nach 30 Sekunden, also das Dunkle jetzt wieder, nach 30 Sekunden hatte die Probleme. Ich habe es abgetragen nach 5 bis 10 Minuten, wie es auf der Verpackung draufsteht, hatte die Probleme. Ich habe es auch mal, eine Stunde war es nicht, aber 30, 40 Minuten ablüften lassen und ich hatte die Probleme auch. Ich hatte aber genauso auch beim Dunklen schon schwarze Lacke, wo ich die Probleme nicht hatte. Also es ist irgendwo ein Mischmasch zwischen Produkt und Lack, ist meine Vermutung. Dementsprechend, um dem ein bisschen außen vor zu gehen, würde ich es tendenziell eher mal mit einem Hellen versuchen, ist so mein Ansatz aktuell. Aber ich denke, darüber sollten wir auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben und diskutieren, was ihr da so empfehlt und was ihr meint, die Lösung sein könnte. Weil ich da, wie gesagt, wirklich ein bisschen auf dem Schlauch stehe und da habe ich auch kein Problem, das zu sagen. Ja, und ansonsten, als kleinen Tipp würde ich dir auf jeden Fall natürlich noch mitgeben, gehst du am besten hin
und probierst das Ganze mal an ein, zwei Stellen aus. Du probierst aus, trägst es wirklich nur ganz kurz auf, 30, 60 Sekunden und trägst es danach ab. Und an der anderen Stelle lässt du es wirklich mal 60 Minuten drauf und trägst es dann ab. Und dann nicht auf dem gesamten Fahrzeug, nicht auf der ganzen Haube, machst du einen Spot von 30x30 oder 40x40 Zentimetern und probierst es da aus. Und dann guckst du, wie dein Lack damit reagiert. Ich glaube, das ist eigentlich die bessere Möglichkeit. So, und die nächste Frage ist von Gudo Power. Wie bekomme ich alle Reste von Glaco von der Scheibe, um wieder eine neue Schicht auftragen zu können? Das ist wirklich ganz einfach. Du musst eine Scheibenpolitur verwenden. Zum Beispiel von Sonax die Glass Polish. Die benutze ich dafür ganz gerne. Das ist eine sehr gute Politur. Damit polierst du die Scheibe und dann bekommst du eigentlich alle Rückstände von jeglicher Versiegelung problemlos runter. Verlinke ich an dieser Stelle auch nochmal das Anleitungsvideo. Habe ich ein Video, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr schon gemacht. Ja, dann möchte ich mich auf jeden Fall nochmal recht herzlich für euer zahlreiches Feedback bedanken bezüglich Altaform 2000. Dazu drehe ich jetzt gleich nämlich nochmal ein separates Video. Das wird ein komplett eigenständiges, wo ich nochmal auf den Altaformer und auf die verschiedenen Mischungsverhältnisse eingehe. Guckt euch das auf jeden Fall an. Das muss ich natürlich noch schneiden. Das dauert dann noch ein bisschen, bis das online kommt. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier für Mischungsverhältnisse und für Schaumbilder damit rausbekommen. Dementsprechend Q&A Nummer 6. Hat mich sehr gefreut, hat Bock gemacht, waren auf jeden Fall coole Fragen dabei. Jetzt in die Kommentare die neuen Fragen schreiben und bitte nicht sauer sein, wenn ich nicht auf alle Fragen eingegangen bin. Ich habe jetzt so einen kleinen Rhythmus für mich, wie ich so gefunden, denke ich, der ganz gut funktioniert, der von euch gut angenommen wird, was mir wichtig ist, so dass ich auf eure Fragen eingehen kann und hoffe, dass euch das gefällt. Liked auf jeden Fall die Fragen, die wichtig sind, sie zu beantworten, die ich beantworten soll. So. Und haut rein, Daumen hoch, bis zum nächsten Video. Ciao.